Komm gleich wieder. Wie, du kommst gleich wieder? Bin wieder da. Irgendwas geholt. Du hast einfach ich hab, Pfeil im Kopf jetzt. Ich hab einen Blitzableiter oben hingestellt. Perfekt, Digga. Hast du was hingestellt? Ein Blitzableiter! Wo hast du einen Blitzableiter hier? Ja, gebaut? Mit dem Kupfer wahrscheinlich. Mit drei Kupfer? Mit meinem Kupfer! Was passiert, wenn ich da runter gehe? Was? Oh. Was? Wieso kriegst du die ganze Zeit Damage da unten? Nein! Lass den Dripstone in Ruhe! Deswegen. Fick dich! Nein, ich will da nicht runter. Hör auf. Keine Axt, ich hab dich mit der Pickaxe gehauen, wenn dann. Außerdem, ich hab Shiny Boots. Lol. Ja! Das Ding ist hier. Wie kann ich jetzt Leben wieder kriegen? Da ist ein Bett. Alex. Was? Hey! Und jetzt kriegst du da nochmal runter. Warum ist das Loch zu? Genau, also Jungs, ich schlafe unten, gell? Gute Nacht. Kriegt man eigentlich noch Schaden, wenn man das Bett abbaut, wenn jemand drin schläft? Probier's aus. Nee. Au! Nee, hey! Kriegt man keinen Schaden mehr. Ich bin doch friedlich am Schlafen gewesen. Jetzt brauchst du eh nicht mehr schlafen, jetzt ist eh gleich Tag. Aber ich hab also wie gesagt, das Add-on darf ich sehr feiern. Ja. Wenn du dich da mal einlesen könntest, Alex. Haben wir jetzt eigentlich Eisen oder nicht? Ja, zwei Stück. Ja, dann gib her. Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Stalagnit? Weil du ihn genommen hast, meiner. Danke. Den kann man auch von der Decke hängen. So, ich such Schaufel. Tschüss. Deckendildo. Lol. Apropos Schaufel, ich komm mit. Warte, ich habe auch Schere. Ja, dann komm mit. Oh Gott, Baby-Zombie. Ja, Alter, wie nett. Oh Gott, sorry, Creeper. Meinst du in dem Mensa? Ich meine gerade gar nichts. Okay, der Zombie ist endlich verbrannt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es mir schon vorstellen. Na, ich glaube, hier sind Dead Bushes, also ich glaube eher weniger. Mahlzeit. Oh, das ist ein Schweinchen. Ja, eigentlich könnte man, wenn die so nah an uns sind, könnte man die eigentlich mitnehmen und züchten, weil dann hätten wir schon mal gleich Essen. Weil für drei Leute Essen ist es. Ja, es könnte jemand dabei eine Weizenfarm anfangen. Wenn jemand nicht die ganze Zeit die Seeds für Parrots wegwerfen würde. Das heißt für Parrots, es waren drei Stück. Kinda sus, not gonna lie. Kannst du mal Aufnahme ansehen? Lol. Echo, als ob ich deine Videos guck. Lol. Emotional Damage. Emotional Damage. Alter, wir dabei da vor den abgebaut, Jungs. Ja. Du wirfst, Mann, das ist das Beste. Was? Und bei diesem Emotional Damage nehmen. Bevor er das Emotional Damage ausschreit, schmeißt er erstmal voll seinen Pantoffel auf den Boden. Oh, übel. Ich hab ein Schaf gefunden. Ich hab Schafe gefunden, Bruder. Geil, Alex. Und ein Loch im Boden. Perfekt, scheiß nein. Ein tiefes Loch im Boden. Scheiß nein. Ich hab auch Schafe gefunden. Okay, jetzt haben wir es. Und wir Bitches, safe ich habe ein fucking graues Bett. Also, wir sind safe mit Betten auf jeden Fall. Ich hab drei Schafe. Ich hab vier. Okay, cool, Alex. Ich bin besser als du. Naja, wenn du es machst. Schwierig. Einbildung ist ab. Ey! Wow. Alter, der Zeitenhieb. Jetzt wollte ich dir extra rote Blumen mitbringen, dass du ein rotes Bett hast oder einen roten Teppich machen kannst, Flo. Mann, einen roten Teppich, also ja. Also jetzt muss ich mal das echt nur überlegen. Ich will einen roten Teppich also machen. Bin ich ehrlich. Ich verschöne unser Zuhause, ich habe einen Blitzableiter gebaut, was bist du? Wie oft bist du mir? Das wohl bei uns im Dreieck. Ja, genau. Das werden wir jetzt noch rausfinden. Das werden wir nicht rausfinden, weil ich einen Blitzableiter hab. Geil. Mhm.
Ja, das ist einfach. Der Flo hat einfach immer gefällt in den letzten Aufnahmen. Merkst du das? Oh. Ja. Oh, ich habe ja Melon. Kappa. Was für Kappa? Big Cap. Big Cap, Alter. Nennt sich das. So, Jungs, ich baue da etwas Cooles, okay? Mach es. Tu es. Ja, komm schon mal. Geil. Ja, dann bau. Zuerst mal ein bisschen futtern hier. Red Desert. Red Desert. Baut mal ein bisschen Kohle ab, Jungs. Das wäre schön. Ich habe vorhin 14 Kohle oder so erst in den Ofen reingeschmissen. Aber davon müssten mittlerweile schon wieder 8 oder so verbrannt sein. Auch für das ganze Kupfer, ja. Ah ja, haben wir schon. Ja, und mein Kupfer, ist schon da jetzt. Kupfer drin lassen. Für was braucht man Kupfer? Ja, für Kupferblöcke. Ja, und was willst du bitte mit Kupferblöcken? Bauen. Bauen. Mit Kupferblöcken. Ja. Gibt's ein hässlicheres Material als Kupferblöcke? Ja, dein Gesicht. Perfekt, Digga. Das war's dann aber wieder an der Stelle mal wieder komplett. Das war mal emotional damage. Ich hab keine Pick mehr. So, an der Stelle mal wieder komplett, Rino. Alter, halt deine scheiß Fresse, du fucking Papagei. Digga, sollte ich einmal zurückkommen und der Papagei lebt nicht mehr, Alex, ne? Ich hab hier einen deiner Art genossen und ich werde ihn essen. Na, du wirst ihn nicht essen. Oh, ich hab Kohle gefunden. Geil. Ich kann schon die ganze Zeit nicht mehr laufen, aber ich habe aber keinen Bock, rohes Fleisch zum Essen. Könntest du mir aber nicht in den Schlag reinlaufen? Cool, das geht halt wirklich. Was denn? Jetzt weiter bauen. Ja, warum sollten wir Flo lügen? Jetzt hab ich eine fucking braune Nachttischlampe, Bitches. Geil. So, Boys. Müssen. Alter, hat's mich gerade gerissen. Regen. Den scheiß Papagei. Ich geh eine. Ein fucking Block gehe ich hoch. Was soll ich? Papageien sind so geil im Game. Wer hat die Tür dahin gebaut? Jesus. Ja, ich. Lern mal, wie man Türen baut, Junge. Nur am Mosern. Ich brauche Treppen. Angry Miner. Einfach mit dem Steve-Skin, das ist so geil. Wie lange, dass ich einfach schon in Minecraft den Steve-Skin einfach nicht mehr gesehen hab. Ja, weil jeder irgendwie sofort Skins nimmt. Ja, ja. Einfach Default Minecraft Steve. Einer der seltensten Skins so. Mittlerweile tatsächlich, ja. Ich hab überlegt. Jeder holt sich sofort irgendwie auf, wie heißen die ganzen Seiten, Skinnet und keine Ahnung was, sofort irgendwie so super Mega-Skins. Ja. Ja, am besten so ein Basti-GAG-Skin oder sowas, wo wir kleinen Flügel haben und alle möglichen Scheiß. Kosten wahrscheinlich sogar irgendwas. Dreck da. Also, Holzkohle haben wir auch, ne? Also ich habe jetzt einen Stack Kohle abgebaut. Ich brauche kein Holz. Sehr schön, ich brauche noch mehr. Noch mehr Picks. Ich gehe da nicht wieder ohne Picks runter, Mann. Also ich würde ja sagen, wir können das ja auch so aufbauen, dass wir so einen richtigen Handel machen.
Einfach RP in Minecraft, Digga. So, so, der eine spezialisiert sich darauf, der andere auf das und dann machen wir so Shops. Ja, aber da bleiben wir halt tatsächlich, für sowas bleiben wir halt tatsächlich, dieses komische Voice-Layout, wo du gemeint hast. Oh, das wäre schon vom Vorteil dann, ja. Vielleicht gibt es ja als Plugin nur, anstatt als Mod. Keine Ahnung. Flo macht uns gerade voll das Glasdach, ich bin fasziniert. Ja, Flo ist der Innenarchitekt. Ah, das hätte ich fast aber Flo, dann bau mal irgendwie schon mal das erste Haus oder sowas, damit das ist Gemeindehaus. Das wird so Base. Hör mal auf, das Erdloch zum Verschönern, sondern bau vielleicht gleich so mal das erste Haus gleich vom Dorf. Aus was gegen unser Erdloch? Ja. Denk an unsere Anfänge, wir haben mit diesem Erdloch angefangen. Ja, aber du willst doch jetzt nicht ein Dorf nur aus Erdlöchern bauen. Natürlich. Wir sind doch hier nicht in Hobbington. Wir sind hier im fucking Ironforge, Bitches! Was haben wir? Ironforge. Perfekt, Digga. Nein, Alex, wir haben nicht all the mods. Du kannst Modia nicht nachbauen. Soll das eine Challenge sein? Du kannst hier kein Smelter bauen. Hat jemand mehr Holz? Soll das eine fucking Challenge sein? Ja. Was sagst du, Flo? Oh, Bruder. Ob jemand ein bisschen Holz hat, dann mache ich wirklich ein Haus. Naja, hinter dir ist ein ganzer Dschungel, da ist viel Holz. Müsste doch in der Ding sein, noch in der Truhe, oder? Ja, 12 Blöcke. Ja, dann musst du halt hier, erst nagst. Okay. Krieg ich keine Schaufel? Scheiße, das ist ein Lava-Seed, oder? Ja. Jetzt war ich fast in Lava reingefallen. Das wäre ein bisschen uncool mit dem ganzen Essen und der Kohle, wo ich hab. Du gehst auf die Schaufel und Kuh, danke. Thanks. Na, wir haben keine drei Eisen mehr, ne? Ich hätte doch du wolltest in Mine gehen. Alex. Na, ich baue uns was an. So. Ich kümmere uns um die nützlichen Sachen. Was für nützliche Sachen, Dicker? Ja, als der in der Mine war und ich komme mit 1,5 Stacks Kohle wieder. Und war nicht in der Mine. Kommt ihr da? Ja, wenn ich nur einen Pick dabei hatte. Cheats. Was? Wie? Was? Cheats? Lol. Die darfst du im Chat sehen. Naja. Das darf halt sowas im Chat sehen. Wir sehen ziemlich viel im Chat. Hm. Gibt's ja coole Baumstämme. Kommt drauf an, was du die machst. Die besten sind schwarz. Schwarzeiche ist ziemlich geil, ja. Schwarzeiche ist das Beste vom Besten. Aber dafür brauchst du einen Shroom Forest. Jetzt wird es eh schon wieder Nacht, jetzt gehe ich mich erstmal wieder hinlegen. Ja, willst du jetzt ein rotes Bett, Flo, oder nicht? Nö. Perfekt, ja, dann mache ich mir ein rotes Bett. Lol, das ist ja, ich hab schon graues. Das ist ja wirklich ein Blitzerbleiter da oben. Ja. Lol. Junge, ich war ewig lang nicht da, was. Okay. Sick. Als ob der Tropfstein wirklich tropft, obwohl kein Wasser drüber ist. Ja. Lol. Also wenn wir Essen braucht, ist es ewig viel Essen jetzt im Ofen. Ich lieg. Hey! Raus aus meinem Bett. Gib mir mein Bett. Stell es hin. Das hier vorne. Hier vorne drauf tun. Ich kann nicht. Ah, jetzt. Was machst du da? Ich bin gaffen. Wie du schläfst. Geh in dein Bett. Achso. Seh mir gegenüber. Passt. Tobi, Bettchen. Junge, ich mach grad Essen. Bettchen, bei Fuß. Ja, okay, wir haben doch alles vergessen, jetzt gelegt die. Sei Ruhe ist jetzt. Verschießt. Wir haben uns noch Stress, dass wir uns alle. Lol. Was ist denn? In der WG musst du halt einmal gescheit schlafen können, ne?
Genau. Ich hab 8 und 2 in der Früh nur essen. Also da gibt's halt nichts mit dem Essen, das ist halt meins. Und dann haben wir putzen mal Toiletten wieder fix. Oh Leute. Shit got real. Wer macht den Abwasch? Ich habe jetzt Essen gekocht, wer macht jetzt einen Abwasch? Ich baue ein Haus. Ja, also Alex, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Hey, Flo, rückst du eigentlich mit, dass der Alex sich nicht in die Gemeinde einbringt? Ja, ja. Eigentlich müsste man dem seine Miete Mietdinger erhöhen. Ich würde sagen, dass der Alex jetzt die nächste Miete allein übernimmt. Ich denke, ich auch dafür. Oh Gott, da ist ein Creeper. Oh, ich habe überlebt. Ja, du warst weit genug weg. Braune Keramik? Das ist Keramik halt. Kann ich da raus eine Toilette bauen? Leider nein, aber du kannst es zum Bauen verwenden. Als Steinersatz. Oh, das ist ein Wolf. Oder Hund. Ich glaube, das ist Sugarcane. Wie zempert den Hund? Mit Knochen. Oh, hab ich nicht. Das hat sich seit 10 Jahren nicht geändert, wie man einen Wolf zähmt. Ja, Digga, denkst du, ich hab damals hier gezähmt? Nein, du hast damals höchstwahrscheinlich einmal reingeloggt, TNT getan und ausgeloggt. Das warst du eigentlich immer. Ja, das warst du, der die Maps in Luft gesprengt hat. Nein, nicht. Doch. Doch. Nö. Wer hat denn den letzten Surfer zum Abstürzen gebracht? Ich? Also den Surfer damals zum Abstürzen, besser gesagt damals. Du? Nee, das glaube ich war der Alex. Welche, den lockt mir in einem Machi-Server? Mhm. Das wäre auch nicht besonders schwer. Das war schön. Der ist ja schon abgestürzt, wenn man nur schief angeguckt hat. Lol. Dann halt den Kopf gerade. Der Hate, Alter. Wo ist denn eigentlich das Sugarcane, was ich vorhin angebaut habe? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wo ich es angebaut habe. Ah, hier, hab's gefunden. Ach Junge, warum ist der Baum mal so riesig? Junge! Kommen wir nicht hin. Schimmer jetzt. So, das bauen wir jetzt alles schön hier an. Okay. Wir machen einen Zaun nur aus Zuckerrohr, Alter. Okay. Zuckerrohr, Alter, willst du machen? Mhm, Zuckerrohr, Alter. Okay. Weird, aber okay. Weird Flexbot, okay. Hat jemand Redstone? Nein, noch nicht. Bisher noch nicht. Können wir noch nicht mal abbauen? Warum nicht? Ja. Weil man dafür Eisen-Equip braucht und ziemlich weit. Und wieso steht bitte neben dem Alex ein Blitzableiter? Es ist eine Lampe. Ah, okay, verstehe. Hat aber eine ziemlich hässliche Lampe, ist die von Ikea? Ja, aus der Kabelkiste. Oh. So, oder? Wie eskaliert da eigentlich schon wieder? Es ist nicht eskalieren, das ist eskalieren. Hey, was ist das? Ist das auch rot? Braune Keramik? Nee. Orange Keramik. Also alles, was du in der Mensa findest, ist Keramik und roter Sand. Aha. Ah ja, rote Keramik. Mit was? Ja genau, mit Karotten, ne? Mit Karotten lockt man Schweinchen. Ja. Mit Samen ist sind Hühner. Wo soll ich unser Haus hinbauen? Wo du möchtest. Wo ich möchte? Oh, oh. Fehler. Fehler. Halt irgendwo in der generalen Area hier. In ein Strandhaus. Geil. Fühl ich.
Fühl ich, Bruder, fühl ich. Ich glaube. Warte mal. Nein, nein. Mit Keramik baut man keine Töpfe, ne? Da brauche ich Lehm. Ja. Wo ist unser. Da ist es. Ich finde den Erdhügel nicht. Oh, nee, ich muss jetzt noch was anderes machen. Warum müssen hier so viel Wasser jetzt auf einmal? Ja, ich sollte. Was machst du da, Tobi? Warum? Hoch, runter, links, rechts, hoch. Ja, Luft hol, du Affe! Was machst du da unten? Ach, du baust Lehm ab. Oder Lehm, oder? Dein Zuckerrohr ist übrigens hier unten in der Truhe, Alex. Welcher Zuckerrohr? Du hast doch vorher gefragt, wo dein Zuckerrohr ist. Den ich angebaut hatte. Ja. Ja, hast du schon mal aus dem Häuschen geguckt? Achso, ja. Hier ist Zuckerrohr. Ja, ist ja gut. Oh nee. Es fängt schon wieder an. Was denn? Ja, Digga, willst du Kacke-Gerüste bauen, oder was? Ja. Oh mein Gott. Möchte ich. Kacknoob. Ich habe eine Mission. Diese Mission endet in 32% der Fälle nicht, dass ich lebend zurückkehre. Okay, tschüss, Alex. LOL! What? Hä? Wie kriegst du was zu essen? Nö. Was nicht nett. Hier hinten in der Truhe ist. Dann suche ich jetzt ein Dorf. Das wollte ich jetzt auch mal. In welche Richtung rennst du? Ich gehe in die Wüste. Ja, dann renne ich in die andere Richtung. Let's go! Sollten wir vielleicht nicht Betten mitnehmen, Alex? Wow! Okay, ne, dann gehe ich in die Mine. Dann such mal du nach dem Dorf und ich gehe runter in die Mine und zu nach Eisen. Warte, ich hab hier nur eins, nicht das ab. Hier ist doch noch ein Reisebett in der Kiste, Alex. Ein weißes Reisebett. Ja, natürlich ein weißes Reisebett. Was noch sonst? Keine Ahnung, die Tidy Whiteys. Die Tidy was? Tidy Whiteys. Verzweiflung. Was zur Hölle? Geht's dir gut, Alex? Brauchst du Hilfe? Nein, nicht. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann sein. Ups. Ich find lauter Löcher. Der Papagei. Die ganze Zeit Creeper-Sounds. Was ist das denn? Was dann? Guten Nacht, Alex. Wieso höre ich hier lauter Zombies? Ist es Nacht oder ist hier eine Höhle gleich? Das ist wahrscheinlich eine Höhle, das ist es nicht. Noch nicht. Alter, ja, dann ist hier Zuckerrohr, ich hier überall sehe. Ist hier bei uns in der Höhle eine. Oh mein Gott, Alter, was geht hier ab? Boys, wir haben durchgespielt, ich habe Korallen gefunden.
haben wir dann jetzt durchgespült. Damit ist die Aufnahme beendet. Perfekt, also Leute, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.